Laudetur Jesus Christus, hier ist Vatican News mit einer Live-Übertragung für Vatican Media. Ich bin Pfarrer Werner Demmel und heiße Sie alle herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß an all jene, die mit uns via Partnersender verbunden sind. Radio Horeb, Radio Maria Schweiz, Radio Maria Österreich, IWTN TV und KTV Fernsehen sowie all jene, die uns über unsere App Vatican Audio und unseren YouTube-Kanal mitverfolgen. Papst Franziskus feiert in diesem Jahr im Rahmen der ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen eine Vesper. Er eröffnet sie in der Basilika San Paolo fuori le mura mit der Vesper der Gebetswoche, die vom 19. bis 25. Januar stattfindet. Das Motto der diesjährigen Gebetswoche lautet Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen. Das stammt aus dem Buch Deuteronomium. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen 2019 wurde von Gläubigen aus Indonesien vorbereitet. Die liturgische Prozession erreicht soeben den Altar. Nach dem liturgischen Dienst, gefolgt vom Konvent der Benediktiner von San Paolo fuori le mura. Heiliger Vater erreicht die Confessio vor dem Hochaltar von San Paolo fuori le mura und er geht hinunter zum Grab des heiligen Paulus, begleitet von den Vertretern der großen christlichen Kirchen und Konfessionen. Er verweilt in einer kurzen Weile der Stille und des Gebetes. Zur Linken des Heiligen Vaters sehen wir Kardinal Koch und zur Rechten den Vertreter der orientalischen orthodoxen Kirchen. In den vergangenen Jahren hat der Heilige Vater die Vesper zum Abschluss der Gebetsvigil, Gebetswoche für die Einheit der Christen gehalten. Da er in den kommenden Tagen aber in Panama sein wird, wird er diese Gebetswoche mit der Vesper eröffnen.
Der Heilige Vater ist nun auf dem Weg zum Vorsitz, um die Vesper zu eröffnen. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Es folgt der Hymnus. Des Menschenbild nach Gott und Herr. Nach deinem Plan entstand die Welt. Was auf der Erde lebt und wehst, bringt sie auf dein Geheiß hervor. Dein Wort gab aller Kreatur, ob klein, ob groß, Gestalt und Art, dass sie ihm diene, hast du sie der Hand des Menschen unterstellt. Mach uns von Streit und Zwietracht frei und schließe uns des Friedens Band. Lass uns in deiner Gnade stehen, in deiner Freude selig ruhen. Es folgt der erste Psalm mit seiner Antiphon. Herr, heile meine Seele, denn gesündigt habe ich vor dir. Selig, wer sich des Schwachen annimmt. Zur Zeit des Unheils wird der Herr ihn retten. Der Herr wird ihn behüten und am Leben erhalten. Man bereist ihn glücklich im Land. Gib ihn nicht preis seinen gierigen Feinden. Der Herr wird ihn auf dem Krankenbett stärken. Sein ganzes Lager hast du in seiner Krankheit gewendet. Ich sagte, Herr, sei mir gnädig. Heile mich. Denn ich habe gegen dich gesündigt.
Meine Feinde reden über mich böse. Wann stirbt er endlich und wann vergeht sein Name? Besucht mich jemand, so kommen seine Worte aus falschem Herzen. Er häuft für sich Unheil an, dann geht er hinaus und redet. Gemeinsam tuscheln über mich alle, die mich hassen. Und gegen mich sinnen sie Böses. Verderben hat sich über ihn ergossen. Wer einmal da liegt, der steht nicht mehr auf. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei mir gnädig. Richte mich auf, damit ich ihnen vergelten kann. Daran habe ich erkannt, dass du an mir gefallen hast, wenn mein Feind nicht über mich triumphieren kann. Weil ich aufrichtig bin, hieltest du mich fest und stelltest mich vor dein Angesicht für immer. Es folgt der zweite Psalm. Sì, benedetto Signore, da sempre e per sempre, abbi pietà di noi, risanaci poiché abbiamo peccato, veglia su di noi, non permettere che prevalga il nemico della nostra gioia, della nostra santità e della vera comunione con te e tra noi. Ammettici, Signore, alla tua presenza e canteremo in eterno le tue lodi per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Als mächtig erfahren wir, als Helfer erfahren wir ihn in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, und vor seinem Ungestüm Berge erzittern. Eines Stromes Arme
erfreuen die Gottesstadt, des Höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker tobten, Reiche wankten. Seine Stimme erscholl, da muss die Erde schmelzen. Mit uns ist der Herr der Heerscharen. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Schauder erregt auf der Erde. Er setzt den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Den Bogen zerbricht er, die Lanze zerschlägt er. Streitwagen verbrennt er im Feuer. Ast ab und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Mit uns ist der Herr der Heerscharen. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Donaci, Signore, uno sguardo contemplativo, vedere le tue opere, ascoltare i tuoi prodigi, ci confermi che tu solo sei Dio, tu solo sei per noi rifugio e sforza. Il tuo braccio potente vinca la nostra guerra, ci riconduca alla vera pace e ci renda partecipi della bellezza della città dove tu dimori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Es folgt der dritte Psalm. Ja, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Ja, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig.
alle Völker kommen und beten dich an. Denn offenbar geworden sind deine gerechten Taten. Hören wir eine Lesung aus dem Brief an die Römer. Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind, und dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder von uns soll dem Nächsten zu Gefallen leben, zum Guten und zur Auferbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt. Vielmehr steht geschrieben, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Es folgt eine kurze Pause zur Besinnung des Textes. Auf das Wort des heiligen Paulus hören wir nun eine Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Du sollst 7 Wochen zählen. Wenn man beginnt, die Sichel an den Halm zu legen, sollst du beginnen, die 7 Wochen zu zählen. Danach sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Wochenfest feiern und dabei eine freiwillige Gabe darbringen, die du danach bemisst, wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird. Du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, fröhlich sein. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, auch die Leviten, die in deinen Stadtbereichen Wohnrecht haben, und die Fremden, Waisen und Witwen, die in deiner Mitte leben. Du sollst fröhlich sein an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, indem er dort seinen Namen wohnen lässt. Denk daran, du bist in Ägypten Sklave gewesen, daher sollst du diese Gesetze bewahren und sie halten. Das Laubblütenfest sollst du 7 Tage lang feiern, nachdem du das Korn von der Tenne und den Wein aus der Kälte eingelagert hast. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, die Leviten und die Fremden, Waisen und Witwen, die in deinen Stadtbereichen wohnen. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der Herr erwählen wird, wenn dich der Herr, dein Gott, in allem gesegnet hat, in deiner Ernte und in der Arbeit deiner Hände, dann wirst du wirklich fröhlich sein. 3-mal im Jahr sollen alle deine Männer hingehen, um vor dem Angesicht des Herrn, deines Gottes, an der Stätte, die er erwählen wird, zu erscheinen. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Man soll nicht mit leeren Händen hingehen, um vor dem Herrn zu erscheinen.
sondern jeder mit seiner Gabe, die dem Segen entspricht, den du vom Herrn, deinem Gott, erhalten hast. Richter und Listenführer sollst du in allen Stadtbereichen einsetzen, die der Herr, dein Gott, dir in deinen Stammesgebieten gibt. Sie sollen dem Volk Recht sprechen und gerechte Urteile fällen. Du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst kein Ansehen der Personen kennen. Du sollst keine Bestechung annehmen. Denn Bestechung macht Weise blind und verdreht die Fälle derer, die im Recht sind. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen, damit du Leben hast und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und wieder folgt eine Weile der Stille zur Besinnung, bevor der Heilige Vater seine Worte an uns richtet. Oggi ha inizio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Heute beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die uns alle einlädt, Gott um dieses große Geschenk der Einheit zu bitten. Die Einheit der Christen ist die Frucht der göttlichen Gnade und wir müssen uns bereit machen, sie mit einem weiten und willigen Herzen aufzunehmen. Heute Abend freue ich mich besonders, gemeinsam mit den Vertretern anderer in Rom ansässiger Kirchen zu beten. Ihnen gilt mein herzlicher und brüderlicher Gruß. Weiter begrüße ich die ökumenische Delegation in Finnland, die Studenten des Ecumenical Institute of Bursay, die Rom zum tieferen Kennenlernen der katholischen Kirche besuchen und die jungen Orthodoxen und orientalisch-orthodoxen, die hier studieren, dank der Unterstützung des Komitees für kulturelle Zusammenarbeit, operante presso il Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Il libro del Deuteronomio immagina il popolo di Israele. Das Buch Deuteronomium zeichnet ein Bild des Volkes Israel, das in der Ebene von Moab sein Lager aufgeschlagen hat, kurz bevor es in das Land einzieht, das Gott ihm verheißen hat. Hier wiederholt Moses als besorgter Vater und vom Herrn bestimmter Führer dem Volk das Gesetz. Er lehrt es und erinnert es daran, dass es in Treue und Gerechtigkeit leben soll, wenn es sich im gelobten Land niedergelassen hat. Die gerade gehörte Lesung gibt Anweisungen, wie die drei Hauptfeste des Jahres gefeiert werden sollen: das Pessach, das Schavot und das Sukkot. Jedes dieser Feste ruft Israel dazu auf, für die von Gott empfangenen Gaben dankbar zu sein. An der Feier eines Festes sollen alle teilnehmen. Niemand darf ausgeschlossen werden. Du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, fröhlich sein. Du, dein Sohn und deine Tochter, deine Sklave und deine Sklavin, auch die Leviten, die in deinen Stadtbereichen Wohnrecht haben, und die Fremden, Waisen und Witwen, die in deiner Mitte leben. Bei jedem Fest muss eine Wallfahrt durchgeführt werden, zu der Stätte, die der Herr erwählen wird, indem er dort seinen Namen wohnen lässt. Dort soll der gläubige Israelit vor Gott hintreten. Obwohl jeder Israelit ein Sklave in Ägypten war, ohne jedwegen Eigenbesitz, soll man nicht mit leeren Händen hingehen, um vor dem Angesicht des Herrn zu erscheinen. Und die Gabe,
jeder darbringt, soll dem Segen, den er vom Herrn empfangen hat, entsprechen. Dann werden alle ihren Anteil haben am Reichtum des Landes und die Güte des Herrn erfahren. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn der biblische Text nach der Feier der drei Hauptfeste von der Berufung der Richter spricht. Die Feste selbst ermahnen das Volk zur Gerechtigkeit. Sie erinnern an die grundlegende Gleichheit all seiner Glieder, die alle in gleicher Weise von der göttlichen Barmherzigkeit abhängig sind, und laden jeden dazu ein, die empfangenen Gaben mit den anderen zu teilen, den Herrn an den Festen im Laufe des Jahres zu ehren und zu verherrlichen, geht mit der Haltung einher, seinem Nächsten Ehre und Gerechtigkeit zukommen zu lassen, besonders wenn dieser schwach und notleidend ist. Bei der Wahl des Mottos für diese Gebetswoche haben die Christen in Indonesien beschlossen, sich von diesen Worten aus dem Buch Deuteronomium inspirieren zu lassen. Gerechtigkeit, ja, der Gerechtigkeit, ihr sollst du nachjagen. Sie sind besorgt, dass das Wirtschaftswachstum ihres Landes, das von Konkurrenzdenken beherrscht wird, viele in Armut zurücklassen könnte und nur wenigen erlaubt, sich stark zu bereichern. Die Harmonie einer Gesellschaft, in der Menschen verschiedener Ethnien, Sprachen und Religionen im Geist gegenseitiger Verantwortung zusammenleben, wird aufs Spiel gesetzt. Aber das gilt nicht nur für Indonesien. Solchen Situationen begegnet man auf der ganzen Welt. Wenn die Gesellschaft nicht mehr das Prinzip der Solidarität und des Gemeinwohls zur Grundlage hat, erleben wir den Skandal, dass Menschen in extremer Armut unmittelbar neben Hochhäusern, vornehmen Hotels und luxuriösen Einkaufszentren, den Symbolen unglaublichen Reichtums leben müssen. Wir haben die Weisheit des mosaischen Gesetzes vergessen, dass nämlich eine Gesellschaft sich spaltet, wenn der Reichtum nicht geteilt wird. San Paolo, scrivendo ai Romani, in seinem Brief an die Römer wendet der heilige Paulus die gleiche Logik auf die christliche Gemeinde an. Wer stark ist, soll sich der Schwachen annehmen. Es ist nicht christlich, dass wir für uns selbst leben. Wir müssen dem Beispiel Christi folgen und uns bemühen, denen aufzuhelfen, die schwach sind. Solidarität und gemeinsame Verantwortung sind die Haltungen der christlichen Familien. Als heiliges Volk Gottes stehen auch wir immer wieder davor, in das vom Herrn verheißene Reich einzutreten. Weil wir aber getrennt sind, müssen wir uns an den Aufruf zur Gerechtigkeit erinnern, den Gott an uns richtet. Auch unter uns Christen besteht die Gefahr, dass die Logik vorherrscht, welche die Israeliten in vergangener Zeit und viele Völker bis heute erfahren haben, nämlich, dass wir über dem Versuch, Reichtümer anzuhäufen, die Schwachen und Notleidenden vergessen. Leicht kann man unsere grundlegende Gleichheit vergessen. Ursprünglich waren wir alle Knechte der Sünde. Der Herr hat uns aber durch die Taufe gerettet und seine Kinder genannt. Es ist leicht zu glauben, die uns geschenkte geistliche Gnade sei unser Eigentum, etwas, was uns zusteht und uns gehört. Außerdem ist es möglich, dass uns die von Gott geschenkten Gaben blind machen für die Gaben, die er anderen Christen zugeteilt hat. Es ist eine schwere Sünde, die Gaben, die
die der Herr anderen Brüdern und Schwestern geschenkt hat, abzuwerten und zu verachten und zu meinen, diese seien in irgendeiner Weise weniger von Gott geschätzt. Wenn wir solche Gedanken hegen, lassen wir zu, dass die empfangene Gnade zu einer Quelle von Stolz, Ungerechtigkeit und Spaltung wird. Wie könnten wir so in das verheißene Reich Gottes eintreten? Der Gottesdienst, der diesem Reich entspricht, der Gottesdienst, den die Gerechtigkeit fordert, ist ein Fest, das alle einschließt, ein Fest, bei dem die empfangenen Gaben bereitgestellt und geteilt werden. Um die ersten Schritte auf dem Weg zu diesem gelobten Land, zu unserer Einheit zu gehen, müssen wir vor allem in Demut anerkennen, dass uns die empfangenen Segensgaben nicht von Rechts wegen zustehen, sondern uns als Geschenk zugeteilt wurden. Sie wurden uns gegeben, damit wir sie mit anderen teilen. Und zweitens müssen wir den Wert der Gnade anerkennen, welche anderen christlichen Gemeinschaften gewährt wurde. Dann werden wir den Wunsch verspüren, an den Gaben derer teilzuhaben. Ein christliches Volk, das von einem solchen Tausch der Gaben erneuert und bereichert wird, wird ein Volk sein, das mit festem und zuversichtlichem Schritt auf dem Weg zur Einheit weitergehen kann. Soweit die Worte des Heiligen Vaters, worauf nun auch wieder eine Stille folgt, damit der gläubige Hörer diese Worte verinnerlichen kann. Christus liebt uns, er hat uns befreit durch sein Blut. Er hat uns zu einem Reich gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Folgt nach dem Responsorium die Antiphon zum Magnificat.
Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt Gott, dem Herrn. Heiliger Vater leitet das Gebet ein, das die Fürbitten beginnt. Gelobt sei Gott, der den Armen und Bescheidenen beisteht und sie mit seinen Gaben reich beschenkt. Ihm richten wir im Glauben unsere Bitten.
Zeig uns, o Vater, deine Barmherzigkeit, so antwortet die Gemeinde auf jede Fürbitte. Die erste Fürbitte auf Griechisch. Erhebe, o zärtlicher Vater, die leidenden Glieder deiner Kirche durch das Blut Christi, der sich hingab und am Kreuz starb. Die zweite Bitte auf Georgisch. Befreie die Unterdrückten, erleuchte die Blinden, eile den Waisen und Witwen herbei. Auf Französisch. Kleide uns mit deiner Rüstung, damit wir den Anschlägen des Bösen widerstehen können. Auf Malayalam. Leite uns, dass wir das Gebet deines Sohnes Jesus erfüllen, damit wir alle eins sein können, und hilf uns, zusammenzuarbeiten, damit wir in dieser Welt ein Hort der Gerechtigkeit und des Friedens für alle Menschen schaffen können. Auf Arabisch. Begleite deine Kinder, o gütiger Herr, im Augenblick des Todes, damit sie dann treu vorgefunden werden und durch deine Güte vor dieser Welt gehen können. Auf Finnisch. Nimm auf im Lichte deiner Festung unsere lieben Verstorbenen, damit sie auf ewig dein Angesicht anbeten können. Gewähre deinen Gläubigen, o Herr, die Weisheit des Kreuzes, damit wir in der Erkenntnis der Passion Christi ein zartes Joch tragen können. Amen. Santo Padre, a conclusione della celebrazione di questi vespri, che segnano l'inizio della settimana di preghiera. Kardinal Kurt Koch richtet sich nun an den Heiligen Vater.
Heiliger Vater, zum Abschluss der Feier dieser Vesper, die den Beginn der Gebetswoche für die Einheit der Christen markiert, begrüße ich Sie herzlich und danke Ihnen, dass Sie die Vesper erneut geleitet haben, um zu zeigen, wie sehr Sie sich für die Wiedervereinigung der Christenheit interessieren. Ich danke Ihnen im Namen aller Gläubigen, die hier im Gebet versammelt sind und verschiedenen Kirchen und christlichen Gemeinschaften angehören. Sie kamen hierher, vereint durch den Wunsch, den Willen unseres Herrn zu erfüllen, der will, dass wir alle eins sind. Wegen ihrer bevorstehenden apostolischen Reise nach Panama, wo der 34. Weltjugendtag stattfinden wird, feiert Ihre Heiligkeit in diesem Jahr mit uns die Vesper nicht am Ende der Gebetswoche, sondern zu Beginn. Dieser Jahrestag erinnert uns noch mehr daran, dass das Gebet für die Einheit die Grundlage jeder ökumenischen Anstrengung ist. Tatsächlich stand am Anfang der ökumenischen Bewegung die Einführung der Gebetswoche, die als ökumenische Initiative Gestalt annahm. Ohne die Gebetsbewegung hätte das ökumenische Schiff den Hafen nicht verlassen. Dieser Gebetsstrom muss auch heute noch alle unsere ökumenischen Bemühungen begleiten, wie Ihre Heiligkeit in seiner Rede vor den Teilnehmern eines ökumenischen Gespräches betonte. Das ökumenische Engagement reagiert in erster Linie auf das Gebet des Herrn selbst und basiert im Wesentlichen auf dem Gebet. Mit diesem Gebet bringen wir Christen unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass wir selbst nicht in der Lage sind, die Einheit mit unserer eigenen Kraft zu vollziehen, noch können wir ihre Form und den Zeitpunkt der Verwirklichung definieren. Wir können sie nur als Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Die Einheit ist ein Geschenk, sie ist kostenlos, sie ist Gnade. Daran erinnert auch die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die vor 20 Jahren am 31. Oktober 1999 in Augsburg vom Evangelischen Weltbund und unserer Kirche unterzeichnet wurde. Lasst uns gemeinsam bekennen, dass wir nicht durch unsere Stärken, sondern durch die Verdienste Christi gerechtfertigt sind. Nur so können wir uns auch für Gerechtigkeit einsetzen, wie es das Thema der diesjährigen Gebetswoche von uns fordert. Versucht, wirklich gerecht zu sein. Heiliger Vater, wir danken Ihnen aufrichtig für Ihr leidenschaftliches Engagement für die Einheit der Christen. Wir versprechen, Ihren Petrusdienst mit unseren Gebeten zu begleiten, auch auf Ihrer apostolischen Reise nach Panama. Und wir bitten Sie nun von Herzen um den apostolischen Segen. Danke. Der Heilige Vater bittet die Vertreter der anderen christlichen großen Konfessionen und Kirchen,
sich zu ihm zu gesellen, um gemeinsam den Segen zu spenden. Con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Sia benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite in pace. Mit dem Segen des Heiligen Vaters endet diese Übertragung von Vatican News für Vatican Media. Weitere Informationen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter. Den können Sie im Internet bestellen, und zwar unter der Internetadresse rv-news.info. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich eine gesegnete Gebetswoche für die Einheit der Christen. Pfarrer Werner Demmel für Vatican News. Laudetur Jesus Christus.